Energiesparen heißt die Devise der 80er Jahre. Bei der Konstruktion eines neuen Autos geht es aber auch darum, die Sicherheit zu erhöhen, die Abgas- und Lärmemissionen weiter herabzusetzen und den Komfort noch zu steigern. Obwohl gerade diese Ziele einer Senkung des Energieverbrauchs oft entgegenstehen. Es ist Aufgabe der Automobilindustrie, ein abgestimmtes Fahrzeug anzubieten, aber auch zu warnen, wenn widersprüchliche Auflagen vom Gesetzgeber verabschiedet werden. Bevor das Designteam den Auftrag bekommt, die äußere Form eines neuen Autos zu entwerfen, sind technische Konzeption, Ausstattung, Kosten und Gewicht weitgehend festgelegt. Die Zeiten, in denen noch drauf losgezeichnet werden konnte, sind vorbei. Heute muss eine unglaublich große Zahl von Vorschriften und Vorgaben bei der Konstruktion berücksichtigt werden. Die gezeichneten Träume werden Stück für Stück durchdiskutiert. Vor allem wird geprüft, wie sie technisch machbar sind. Computertechnik unterstützt diese Untersuchungen. Dabei sind Zielkonflikte unvermeidlich. So können zum Beispiel Kraftstoffverbrauch, Fahrzeuggewicht oder Luftwiderstand nur bis zu einer gewissen Grenze reduziert werden, weil die Ansprüche an Sicherheit, Komfort, Laderaum und Aussehen eines Autos genauso zu beachten sind. Letztlich soll bei der Formgebung für ein neues Modell eines erhalten bleiben. Der typische Firmencharakter, der sofort die Markenzugehörigkeit erkennen lässt. Der Designer ist aufgefordert, eine persönliche Formensprache zu entwickeln. Sie soll den gesetzlichen und technischen Notwendigkeiten entsprechen und dem Schönheitsempfinden des künftigen Käufers. Mit maßlicher Exaktheit werden die stilistischen Ideen in einem 1:1 Styling-Modell vorgestellt. Nach Genehmigung der Modelle muss das Fahrzeug im Detail konstruiert werden. Mit Computertechnik werden die Maße abgenommen und für die Bildschirmkonstruktion gespeichert. Es entstehen erste Zeichnungen vom Styling-Modell, ebenfalls im Maßstab 1:1. Durch rechnerunterstützte Konstruktionsmethoden wird nun die Oberfläche schrittweise im Detail aufgebaut. Der Konstrukteur kann vor dem Bildschirm alle Konstruktionsschritte durchführen und seinen Entwurf, wie hier am Beispiel der vorderen Seitenwand, in jedem beliebigen Maßstab kontrollieren und von allen Seiten betrachten. Die Konstruktionsarbeiten sind abgeschlossen, wenn die Zeichnung für die Fräserbahnberechnung vorliegt. Diese Linien geben exakt den Weg an, auf dem der Fräser bei der Herstellung der Originalform entlangfahren soll. Der Vorteil dieser Messmethoden besteht darin, dass auf dem Weg vom Styling-Modell bis hin zu den Presswerkzeugen eine direkte Datenverbindung besteht. Der Fräser folgt der Bahn, die durch die Daten vorgeschrieben ist. Um den hohen Qualitätsstand des stilistischen Erscheinungsbildes zu garantieren, sind bei jeder neuen Arbeitsfolge Kontrollarbeiten unerlässlich. Voraussetzung für die Fertigung der Presswerkzeuge ist ein Urmodell. Es wird mit den Karosseriedaten verglichen und dient als verbindliches Kontrollmaß für sämtliche späteren Fertigungseinrichtungen. Abweichungen werden auf der EDV-Liste ausgewiesen. Bevor ein neues Modell in Serie geht, werden Prototypen und Versuchsmodelle getestet. Um den Insassen eines Autos bei einer Kollision größtmögliche Sicherheit zu bieten, haben Konstrukteure die Karosserie vorne und hinten mit Knautschzonen versehen. Die formversteifte Fahrgastzelle selbst wird damit zum Sicherheitsraum. Computermessungen erlauben es, genau zu bestimmen, an welchen Stellen des Autos Profile oder Bleche verstärkt werden müssen oder sogar dünner sein dürfen. Damit ist es möglich, das Gewicht der Karosserie zu verringern, ohne auf dem Gebiet der Sicherheit etwas einzubüßen.
Im Windkanal wird nicht nur der Luftwiderstand gemessen, man will auch wissen, wie empfindlich das Fahrzeug auf Seitenwind reagiert, wie stark der Auftrieb ist, wie die Be- und Entlüftung des Innenraumes funktioniert, die Kühlung von Motor und Aggregaten, die Belüftung der Bremsen und vieles mehr. Im Klimakanal werden die Einflüsse hoher und tiefer Temperaturen untersucht. Künstliche Schneestürme werden hier erzeugt. Man will herausfinden, wie Motor und Zündung auf trockene oder feuchte Kälte reagieren, wie schnell angelaufene oder vereiste Scheiben frei werden. Warum werden immer wieder neue Autos entworfen? Der Geschmackswandel der Menschen mag eine wichtige Rolle spielen. Vorangetrieben wird die Entwicklung aber vor allem durch die zahlreichen technischen Neuerungen und Verbesserungen auf dem Gebiet der Sicherheit, der Leistung, der Wirtschaftlichkeit und des Komforts. Keine Automobilfabrik kann alle Teile, aus denen ein Auto besteht, selbst herstellen. Bei BMW beginnt die Fabrikation eines Autos genau genommen nicht erst in München oder Dingolfing. Bevor im Werk nur eine Schraube montiert werden kann, müssen Rohstoffe, Halbfabrikate, Bleche und vieles mehr herbeigeschafft werden. Eine große Menge Zulieferteile kommt aus BMW eigener Fertigung und von vielen in- und ausländischen Herstellern. Mehr als 7000 Firmen liefern Einzelstücke und Elemente, Maschinen und Material. 2000 Tonnen, die Tag für Tag nach München rollen. Die meisten per LKW, ein Drittel per Bahn. Sämtliche Zulieferteile, vor allem Sicherheitsteile wie Stoßdämpfer, Spurstangen, Felgen, werden, bevor man sie in die werkseigene Montage übernimmt, einer gründlichen Materialprüfung unterzogen. Blechrollen oder Coils gehen ins Presswerk. Täglich 1000 Tonnen. Die Karosserieziehpressen haben Presskräfte zwischen 200 und 2000 Tonnen. Sie schneiden und formen das Tafelmaterial in mehreren Arbeitsfolgen. Das Blech wird in Teile verschiedener Größe geschnitten, je nachdem, ob sie für eine Kühlerhaube, eine Tür oder einen Kofferraumdeckel bestimmt sind. Der Ablauf ist überwiegend mechanisiert, doch gibt es auch noch Pressstraßen, die manuell beschickt werden. Handarbeit auch an den Exzenterpressen im Stanzwerk. Hier werden Karosseriebauteile vor allem aus Beschneideresten der Großteile hergestellt. Über 700 verschiedene Pressteile sind allein für die Rohkarosserie eines Fahrzeugtyps erforderlich. Im Karosserierohbau werden die einzelnen Pressteile zunächst zu sogenannten Untergruppen maßgenau zusammengefügt und verschweißt. Das geschieht heute durch Industrieroboter. Es sind frei programmierbare Handhabungsgeräte, die einen hohen Automatisierungsgrad haben. Quantitativ und qualitativ werden damit hochwertige Ergebnisse erzielt. Darüber hinaus sind sie ein wesentlicher Schritt in Richtung Arbeitserleichterung und Unfallschutz.
Vorderbau und Bodenblech vorne werden mit dem Hinterbau zusammengefügt. Am Ende aller wichtigen Fertigungsschritte prüfen Inspektoren Qualität und Maßgenauigkeit der Bauteile und Arbeiten. Das Auto bekommt ein Schild mit einer Kennnummer. Sie ist wichtig, weil schon im Rohbau ca. 40.000 verschiedene Karosserievarianten je Fahrzeugtyp möglich sind. Von nun an ist das Fahrzeug für einen ganz bestimmten Kunden in der von ihm gewünschten Ausführung vorgesehen. Schrittweise wird die Karosserie zu immer größeren Baugruppen und schließlich in der Aufbaufertigung zur Gesamtkarosse zusammengesetzt und anschließend verschweißt. Im Karosserierohbau hat die Automatisierung bei BMW ihren höchsten Stand erreicht. 92% aller anfallenden Schweißarbeiten werden bereits von Robotern übernommen. Erst sie erlauben eine flexible Automatisierung, deren Vorteil auch darin besteht, dass schneller auf notwendige Teileänderungen, etwa bei Modellwechsel, reagiert werden kann. Zur Verstärkung werden noch einige wichtige Verbindungsstellen zusätzlich hart gelötet. Das Messinglot dichtet nicht nur ab, sondern schafft auch eine Verbindung der Teile mit hoher Festigkeit. Alle 54 Sekunden entsteht eine Karosserie. Bei voller Leistung sind das in den Werken Dingolfing und München 2000 pro Tag. Nachdem Türen und Kofferraumdeckel eingesetzt worden sind, erhält die Rohkarosserie ihren letzten Schliff. Noch vorhandene Unebenheiten an den Lötstellen werden beseitigt, Fugenabstände und Konturanschlüsse überprüft und korrigiert. Dann ist die Karosserie fertig und wandert in die Lackiererei. Ein Automobil soll natürlich wetterfest sein. Nachdem die Karosserie zunächst mit einer Zinkphosphatschicht überzogen und dann gründlich gereinigt wurde, wird die erste Lackschicht aufgetragen. Bei diesem seit wenigen Jahren praktizierten elektrischen Verfahren verbindet sich der in Wasser gelöste Lack mit der Karosserie. Lackteilchen, vom Strom in Bewegung versetzt, scheiden sich auch in den Hohlräumen des Fahrzeugs als gleichmäßige Schicht ab. Sie bildet einen weiteren Schutz gegen Rost. Da das Auto dicht sein muss gegen Wasser, unempfindlich gegen Steinschlag und Korrosion, wird es in den nächsten Arbeitsgängen an allen kritischen Punkten zusätzlich mit PVC versiegelt. Es folgt die zweite Lackierung, die sogenannte Füllerbeschichtung im elektrostatischen Verfahren. Die von sehr schnell rotierenden Glocken abgesprühten Lackpartikel wandern im unsichtbaren elektrischen Feld zur Karosserie. Der Lackfilm umschließt alle Kanten und haftet überall als glatte Schicht. Bevor zum letzten Mal lackiert wird, muss die Oberfläche der Karosserie noch einmal gründlich kontrolliert, bearbeitet und gereinigt werden. Thank you.
Der eigentliche Decklack wird aufgesprüht. Jede der drei Lackschichten wird in einem Trockner bei Temperaturen bis zu 190 Grad eingebrannt. Dann ist die Karosserie fertig. Es folgt nach einer letzten Inspektion nur noch die Hohlraumkonservierung, um einen Rostschutz von mindestens 6 Jahren zu gewährleisten. Gleichzeitig mit der äußeren Schale entsteht an anderer Stelle das Herzstück eines Autos, der Motor. Kurbelwelle, Nockenwelle und Motorblock kommen als Rohlinge an. Die Bearbeitung erfolgt durch ineinandergreifende Maschinenanlagen, die zum Teil vollautomatisch produzieren. Bis die geforderte Qualität erreicht ist, sind bis zu 75 verschiedene Arbeitsfolgen notwendig. Kein Motor darf zusammengesetzt werden, ohne dass seine Teile einer ständigen Kontrolle unterzogen werden. Regelmäßig werden aus der Serienfertigung Motorenteile entnommen, um sie im Feinmessraum zu untersuchen. Der Genauigkeitsgrad dieser Messungen ist durch 1000stel Millimeter bestimmt. In der werkseigenen Gießerei entstehen die Teile des Motors, die aus Gründen des Leichtbaus und der Wärmeleitfähigkeit aus Aluminium gegossen werden. Bis zu 30 Kilogramm Aluminium finden heute in einem BMW Verwendung. Zylinderkopf, Ölwanne, Getriebegehäuse, Sauganlage. Bei der Montage vom Vierzylinder bis zum großen Sechszylindermotor entstehen modell- und länderabhängig ca. 350 Varianten. Viele Erfinder und Techniker haben sich bemüht, eine Alternative zum Ottomotor zu finden. Dies ist nicht gelungen und wird auch in absehbarer Zeit nicht der Fall sein. Ziel ist es daher, den Ottomotor zu optimieren. Unter der Bezeichnung Motronic bietet BMW eine Motorsteuerung an, die mit Bosch-Technikern entwickelt wurde. Ein Mikroprozessor steuert die Einspritzung des Kraftstoffes und die Zündung. Dies geschieht nach vorbestimmten Programmen. Sie sind abhängig von der Belastung des Motors, seiner Drehzahl und Temperatur. Hat der Motor eine 20 Minuten dauernde Funktionsprüfung erfolgreich bestanden, erfolgt der Anbau des Getriebes. Am Ende rollt das Aggregat automatisch in den Speicher. Unablässig drängt der Strom der Fahrzeugteile vom Karosserierohbau über die mechanische Fertigung, den Motoren-, Achsen- und Getriebebau in Richtung Endmontage. Dabei sind die unterschiedlichsten Transportaufgaben zu bewältigen. Von den kilometerlangen Transportketten unter den Hallendächern bis zu den Förderbändern in allen Bereichen der Produktion. Für ein BMW-Auto müssen 100.000 verschiedene Teile ziel- und programmgerecht zusammengeführt werden. Bei einer Produktionskapazität von täglich 2.000 Autos sind rund 100 Millionen Teile in Marsch zu setzen. Ohne elektronische Datenverarbeitung und weit verzweigte Datenstationen könnte man diesen Materialfluss nicht bewältigen.
Die Produktion ist auftragsbezogen. Individuelle Kundenwünsche werden in Produktionsaufträge verwandelt. Im Rechenzentrum sind alle wichtigen Daten gespeichert. Von hier gehen zentral gesteuert die Befehle aus, welches Auto wie zusammengebaut und ausgestattet wird. Welchen Motor, welche Batterie sich ein Kunde wünscht, welche Farbe der Polster und des Bodenteppichs, ob ein Armaturenbrett mit oder ohne Bordcomputer, ein Schalt- oder Automatikgetriebe eingebaut werden soll. 100.000 Variationsmöglichkeiten sind denkbar. Computer sorgen dafür, dass die zahlreichen Teile und Einzelheiten der Ausstattung pünktlich an den Arbeitsplätzen eintreffen. So können Modell- und Ländervarianten mit verschiedenen Ausstattungen nacheinander auf der gleichen Linie gefertigt werden. Kunststofffertigung in Landshut stößt täglich etwa 100.000 Einzelstücke aus. Hier entstehen Teile der Innenausstattung, zum Beispiel Türverkleidungen, Bezüge der Kopfstützen und Armaturentafeln. Die Endmontage ist der Bereich mit dem höchsten manuellen Abwicklungsgrad. Zwar ist die Forschung dabei, Roboter zu entwickeln, die mit taktilen und optischen Sensoren ausgestattet sind, doch Arbeiten wie diese werden sich auch in Zukunft nur schwer automatisieren lassen. Handarbeit ist vor allem auch dort gefragt, wo sich Qualität der Verarbeitung mit Komfort und Bequemlichkeit verbinden soll. In der Sattlerei. Wenn Motor und Getriebe aus dem Speicher abgerufen werden und die Motoreinheit mit der Vorderachse vormontiert ist, wird das komplettierte Aggregat in die fertig ausgestattete Karosserie gehoben. Das Fahrzeug fährt zum ersten Mal mit eigener Kraft. Auf dem Achsmessstand werden Spur und Radsturz geprüft und eingestellt, damit die Straßenlage stimmt. Dann werden noch alle Gänge durchgefahren, die Funktionen von Motor und Getriebe getestet. Zuletzt werden die Bremsen überprüft.
Darüber hinaus werden Komfort und Sicherheit aber auch durch Elektronik gewährleistet. Zum Beispiel durch Motronik, Anti-Blockiersystem, Kraftstoffverbrauchsanzeige, Check-Control, Service-Intervallanzeige und Bordcomputer. Bei der Konzeption des Autos spielen also nicht nur wirtschaftliche Überlegungen eine Rolle. Genauso wichtig ist das, was Konstrukteure und Fertigungstechniker leisten. Sie sind für technisches Know-how, für Perfektion und damit letzten Endes für die Qualität des Produkts verantwortlich.